Je nachdem wir jetzt die Upper East Side aufgeräumt haben, würde ich mal sagen, machen wir weiter mit der Hauptmission ein schockierendes Comeback. Herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Schauen wir mal, was da abgeht. Wie immer bei den Hauptmissionen, diesmal Facecam off. Hi, Herman. Echt jetzt? Ist das cool? Ist das cool? Ich liebe es. Gib's auf! Du wirst mich nie fangen! Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun! Mach dich nur langsamer! Wow! Wie überaus! Nett! Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Alter, der macht jetzt Zerstörung hier. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Oh, das ist fies. Komm schon, Herman. Red zumindest mit mir, damit es interessanter wird. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Dann geht's wohl weiter. Ernst, Herman. Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Muss schneller sein. Muss schneller werden. Los, los, los! Wow! Da muss ich schneller reagieren mit dem Ausweichen. Herman, du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Dann später. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Wie fies sie ist. Neue Nebenmission freigeschaltet. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht dein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Mhm. Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Okay. Cool, ja. Ah, jetzt habe ich es weggedrückt. Ist egal. Neue Anzüge, was haben wir denn da? Synchronisiert Nanogewebepartikel, um eine zerstörerische Welle negativer Energie abzugeben. Negativer Energie, das klingt zu heftig. Da gibt es noch ein neues Konzept von Forschungsmarken, was wir noch nicht kennen. By the way, jetzt haben wir nochmal 2 Fertigkeitspunkte und können den Netzschlag so machen, dass umliegende Gegner auch niedergestoßen werden. Das ist natürlich obergeil. Als nächstes mit den Entwaffnen. Entrissene Waffen mit erschütternder Wucht auf den Gegner zu werfen. Oh. Das heißt, oh, das ist gut. Drücke L1 und R1, um Raketen auf Gegner zurückzuwerfen. Das ist ja zu geil. Okay. Missionen, genau. Es gibt jetzt die Maske, das ist eine Hauptmission. Aber ich habe auch gesehen, es gibt ein paar neue Nebenmissionen. Und es war eine erstaunlich kurze Hauptmission jetzt.
mit dem schockierenden Comeback. Hat auch nur 2% Kampagnenfortschritt gebracht, aber ich würde sagen, dann werden wir mal hier das Finanzviertel erkunden beginnen, oder? Damit wir da mal weiterkommen. Jawohl. Na komm. So. Machen wir es mal auf, das Finanzviertel, wieso auch nicht? Perfekt. Das Finanzviertel. New York schaut schon geil aus. Ich meine, es ist zwar ein heftiger Betonklotz, das Ganze. Aber es schaut geil aus. So, beginnen wir einfach mal mit den Rucksäcken. Wieso auch nicht? Wir werden noch alle Rucksäcke in New York finden. Das sage ich euch. Da ist er. Was haben wir denn da für eine Erinnerung? Work-Life-Balance. Vielleicht hilft mir das bei meiner Work-Life-Balance. Ah, zu geil. Aber ich habe keine Zeit zum Lesen. Dr. Ludwig Reinhardt. Reinhardt. 41 von 50. Wollen wir noch ein bisschen fotografieren? Sicher, komm. Oh, da müssen wir aber hoch hinauf, merke ich gerade. Ich muss mich noch einmal gegen falsche Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wehren. Der J. Jonah. Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment, ihm übernatürliche Stärke, Tempo und einen Cyborg-Schwanz zu verleihen, finanziert. Oh. Wir wollten einen Anti-Spider-Man erschaffen, der keine Bedrohung ist und Quergeister stoppt. Ich wusste nicht, dass er irre ist. Ein Wilson-Fisk-Wissenschaftspreis und der Scheck. Ich konnte ihn nicht ablehnen, ohne Verdacht zu erregen, aber auf keinen Fall wollte ich sein Geld. Obwohl wir es hätten brauchen können. Die lebenslange Versorgung mit Rucksäcken habe ich akzeptiert. Ah, jetzt erklärt sich das, wie er das sich leisten kann. Weil das ist ja nicht ohne. Warte mal, da ist was zu fotografieren, merke ich gerade. Das werden wir auch fotografieren. Aber sag mir, wo? Bist du das? Bist du der Foto? Ah. Sehr schön. Hi, ich bin Spider-Man. Wer bist du? Oh, da ist was, schau mal. Verlaufen? Ja, ein bisschen. Ein bisschen verlaufen habe ich mich. Der J. Jonah. Was? Auf was treffen wir hier? Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Ich muss ihn ausradieren. Das ist eine gute Idee. Jetzt können wir das mit dem... Jawohl. Oh, kommt schon, Leute. Oh, ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei. Ich brächte deine dummen Knochen. Ich glaube, er ist uns überlegen. Hallo? Hier bin ich. Wirf doch! Ein Kind voller Nächte! War's das jetzt? Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln, ist meine Antidroge. Da hättest du dir mehr Sprüche einfallen lassen dürfen. Ich muss abhauen, bevor die Cops da sind. Man weiß nie, wie sie auf mich reagieren. Ach so? Bis jetzt noch immer positiv, würde ich behaupten. Relativ positiv. Klar, keiner mag ein Vigilant. Heißt das auf Deutsch auch Vigilant? Ein Vigilanti? Keine Ahnung. Einen einsamen Rächer? Keine Ahnung, ob das so heißt. Eine Körperverletzung. Officer benötigt beim Civic Center.
Officer benötigt beim Civic Center. Ist das das Honda Civic Center? Ich weiß, das war jetzt schlecht. Aber ist egal. So. Da war doch irgendwo ein Verbrechen, oder? Alter. Wie Fische in einem Fass. Oh oh. Okay, dann gehen wir es wieder an. Leute, das ist nach dem magischen Cut, nachdem mein Hund in die Wohnung geschissen hat. Das ist perfekt, aber zwei Tage später. Ich glaube, wir machen... Was war unser Ziel? Ich weiß es nicht mehr. Was? Der Batterie ist schon wieder? Ich habe es doch gerade geladen, das Teil. Ach Gott. Warte mal kurz. Boom. Ich hoffe, das lädt jetzt. Gut, wo waren wir? Ach, wir wollten da ein bisschen herumerkunden und waren wahrscheinlich mitten in einem Kampf. Ich glaube, irgendwie so. Ich bin nicht das beste Vorbild, aber man sollte echt keine Leute hauen. Du kamst gerade rechtzeitig. Die waren wie Tiere. Sprung, warte mal. Kick, ausweichen. Was ist das, schnell? Wow, ja, hui. Okay. Ich habe eigentlich keinen Plan mehr. Nach zwei Tagen, ich habe keinen Plan mehr. Okay, na nicht ganz, wir kommen schon irgendwie wieder rein. Was machen wir jetzt? Gehen wir mal zuerst nach Süden, oder? Dieses Fotoding macht man wie schnell? So, genau. Entschuldigung, das muss für euch extrem verwirrend sein, da in derselben Episode alles noch funktioniert hat. Ah ja, genau, so. Ja, es ist noch immer so nervenaufreibend wie zuvor. 37, Raubüberfall, Verdächtige bewaffnet. Brauche Verstärkung bei Trinity. Over. So? Nein. So? Ja. Nein, warte. Oh, tolles Foto. Rathaus? Das ist das New Yorker Rathaus? Was tue ich da gerade? Warte mal kurz. Ich habe keine Ahnung mehr. Wahrzeichen. 3 von 7. Und ich hoffe, mein Hund... Ja! Stufe 12. Also bitte, dann machen wir mal. Halte gedrückt, um kleine Waffen wie Pistolen und Stöcke aus den Händen zu reißen. Unbedingt. Yeah. Und dann kann man große Waffen und voll coole Waffen und ich glaube, die letzte Stufe ist, leite eine Ding zurück, eine Rakete. So, Anzugkraft ist verfügbar. Welche? Die kennen wir ja schon. Okay. Geräte. Da müssten wir jetzt ja schon besser sein, oder? Okay, da brauchen wir Stufe 15. Wie schaut's... Hey, warte mal, da ist was Neues. Die Spider-Drohne, aber da brauchen wir Forschungsmarken dafür. Und hier brauchen wir Herausforderungsmarken. Okay, dann nehmen wir doch mal unseren Super-Web-Shooter. Das Aufprallnetz schlägt Gegner weiter zurück. Cool. Hier ebenso Stufe 15. Gut, ein bisschen sind wir ja weitergekommen. Genau. Gegner reißen, Gegner entwaffnen. Das ist ungefähr dasselbe. Das ist gut. Ah, es ist so cool. Es ist einfach so cool. Es hilft nichts. Es gibt kaum was Cooleres, ehrlich gesagt. Hoch hier. Oh yeah. Ich kann mich eigentlich rundherum, so, aber schneller bist du so, glaube ich. Ja. Was er für eine Gravity hat, das ist wie bei Doctor Strange. So, entschlüsseln, genau. Amplitude und Frequenz, haben wir gesagt, oder? Perfekt. Das Finanzviertel. Spider-Man und seine unendlichen Rucksäcke.
Warte. Komm. Ups, alles okay? Oh je. Das war nicht mein... Nee, Absicht, ehrlich gesagt. Jetzt aber. Das Knödelrezept. Das Knödelrezept. Da hätte stehen müssen. Punkt 10. Versuchen Sie, MJs Wohnung nicht abzufackeln. Oh. Aber er hat nur 4 Punkte. Aber ist okay. Gut, next ist irgendein Gebäude. 31. Fotografieren. Einbruch. Einheiten bitte nach Park City. Ah, das. Was ist es? Perfekt. Trinity Church? Das ist eine Church? Oh. Das machen wir gleich mit, oder? Damit wir wieder reinkommen in das Ganze. Wo ist es? Ich hätte es ja gemacht, aber wenn die nicht wollen, dass ich es nicht mache, dann ist es auch gut. Gutes Foto. Da drüben ist ein Rucksack, den nehmen wir gleich mit. Ach, wie schön. Ich freue mich wieder hier zu sein. Also quasi, eigentlich waren wir ja nie weg. Offiziell. Den Taschenrechner habe ich gebraucht im Pfandhaus gekauft. Mitten in einer Matheprüfung hat er den Geist aufgegeben. Was nichts kostet, ist nichts. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ganz genau. Das ist ein alter Klassiker. Machen wir das noch mit, komm. Er ist nicht weit weg. Uah. Vergesst es immer. Gut, dass er schwimmen kann. Der Spidey Spider-Man. Toll. Hat er ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich nicht. Ja, ich weiß, dass ich den Bereich verlasse. 6 von 7 Wahrzeichen in dieser Gegend. Gut, da rechts oben ist was für uns. Alter, das ist so geil! Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Mach ihn ausradieren. Oh, kommt schon, Leute! Ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei! So, war's das? Ah, Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein! Das wäre jetzt komisch, wenn du ihn vermüsstest. Ah, vermisstest, so. Machen wir das jetzt noch alles fertig? Oh, da jetzt, pass auf. Wie viele Minuten hat man am letzten? Ich glaube, das waren nur 10 Minuten. Also ich glaube, unsere Sammelgeschichten könnten wir schon fertig machen, an sich. Oder wir machen mal das Fist-Versteck. Ich schicke Juri die Adresse, dann sind die Cops jeden Moment hier. Genau, machst du das mal und ich fotografiere zumindest das letzte Wahrzeichen in dieser Episode noch. Damit wir wenigstens einen schönen Abschluss mit den Wahrzeichen hier haben. Ah, es ist so geil, es ist so geil. Ich boah, es ist einfach... Das wird nicht langweilig. Das wird nicht langweilig. Selbst wenn es nur die Sammelei hier ist. Aber es ist einfach so kurzweilig, weil es so ein hohes Pacing hat, das Ganze. Oh, warte mal kurz. Da ist noch einer. Den werden wir mitnehmen müssen, glaube ich. Macht der nur Kreisbewegungen da? Da ist er. Die Irren bringen mit dem Fahrstil noch alle um. Junger Mann, ich halte den Wagen jetzt an. So ist es. Bis dann. Und jetzt schnell drücken, schnell drücken. Ja. Perfekt, gleich ein Verbrechen noch mitgenommen. Mehr Verbrecher? Oh. Das wird ein Internet-Hit. Na, was ist los? Oh, er hat mich wirklich.
Der Sack hat mich wirklich. Ich brächte deine dürren Knochen. Oh, wie. Alter, Leute. Er darf euch nicht damit erlassen. Mickrige Spinne. Wirst du? Na hey, ich hasse nichts mehr als diese Arschlöcher. Ich komm nicht dahinter. Ich komm nicht dahinter! Was ist denn da los? Das ist schon wieder die gleiche Scheiße, hey, echt. Was ist denn da los? Du kannst nicht ausweichen bei dem Scheißdreck, echt? Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gibt sowieso schon zu viele irre Raser hier. Es geht mir auf die Eier, echt. Dass diese Brecher so schwierig sind, das kann doch nicht wahr sein. Alles andere ist so ultra easy und die sind so schwierig. Aber es war mein erster richtiger Kampf, das muss ich auch dazu sagen. Naja, gut war was anderes. Ich wollte komplett woanders hin in Wirklichkeit. Deshalb werden wir jetzt mal die Kamera auspacken. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. Darfst du. Ich fühle mich auch gerade gut. Schau mal. Schon wieder ein Verbrechen. Sollen wir das noch mitmachen? Was war das? Superhelden haben nicht viel Zeit für Körperpflege. Immer im Stress. Aber das Wichtigste tatsächlich dabei. Zahnpasta, Zahnbürste, Deo. Was haben wir da vorne eigentlich für ein Verbrechen? Fahrerflucht schon wieder? Autounfall da unten. Ein schlimmer. Wir sollten verschwinden. Spider-Man, willst du auch eine Abreibung? Upsi. Na schau, ich kann nicht! Es geht nicht! Warum ist der so schnell? Das ist jedes Mal die gleiche Kacke! Fußgänger steckt unter dem Auto fest. Halten Sie durch! Schau dir das an! Schau, er hört nicht auf! Warum hört der nicht auf? Du Scheißdreck, echt! Es ist so ein Scheiß, ich kann's gar nicht sagen! Wie mich das schon ankotzt schon wieder. Diese Brecher sind so extrem nervig. Das kann nicht wahr sein. Da musst du wahnsinnig werden. Wo sind die restlichen jetzt? Ich sehe niemanden. Da sind noch Leute eingeschlossen. So. Ich muss schnell helfen. Ich werde allen sagen, dass du echt bist. Fast geschafft. Die Verbrecher picken noch am Auto. Ich stecke fest. Ja, geh raus. Hey, was ist los? So. Wo sind noch welche? Alle in Sicherheit. Feuerwehr und Rettungsdienst machen ihre Arbeit. Alter. Danke. Ich dachte, ich würde sterben. Also dieses... Diese Sprecher gehen mir so am Sack. Du hast keine Chance, du weichst aus, willst ansetzen zum nächsten... Er ist schon wieder da. Wieso können diese fetten, Entschuldigung, diese fetten Leute so schnell sein? Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Na gut. Ah, jetzt habe ich genug herumgeraged. Trotzdem bin ich glücklich, wieder hier zu sein und ein bisschen herumzuschwingen. Und wir sehen uns wieder nach dem Rage-Cut.